So, herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight in einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir den Hollow Knight besiegt in der vergessenen Wegkreuzung Dor. Und haben die Credits und das Ende erreicht. Aber ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht glücklich mit dem Ende, weil im Prinzip wir haben die komische Krankheit in uns aufgesaugt und wurden dann im Schwarzen Ei versiegelt als der neue Träger dieser Krankheit. Und keine Ahnung, das kann nicht das Ende von dem Spiel sein. Ich weigere mich, das zu glauben. Und ich habe zum Glück von einem von euch einen Tipp bekommen, nämlich dass ich mich bei den Tausendfüßlern nochmal umsehen soll. Das kommt ja auch dazu, wir haben hier überall noch diese schwarzen Barrieren. Ich habe mir offscreen mal die Freiheit genommen, zu einer von diesen Barrieren zu gehen und herauszufinden, dass ich immer noch nicht dadurch kann. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen, keine Ahnung. Aber vielleicht finden wir das ja hier. Und die Tausendfüßler waren ja hier in Tiefnest unterwegs. Und deswegen sind wir jetzt gerade im uralten Becken, weil das ist der schnellste Weg, um dahin zurückzukommen. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht dann irgendetwas finden. Keine Ahnung, was wir brauchen. Eine Fähigkeit, ein Item, irgendetwas, das uns durch diese Barrieren durchlässt. Sollen wir mal ganz kurz gucken. Ich drücke auch immer die falsche Taste. Wir müssen hier links und dann nach oben. Der Typ hier ist immer noch komisch. Der sieht aus, wie der König beschrieben wurde, aber es passiert halt einfach gar nichts, wenn ich da drauf drücke. Ein Leichnam in weißer Rüstung. Ja, großartig. Sagt uns nur leider gar nichts. So, wir müssen hier runter und hier hoch. So. Und noch weiter hoch. Wenn ich denn klettern könnte. Ein bisschen Seele können wir uns auch. Wir haben auch eigentlich nichts mehr, wofür wir gerade Geld brauchen. Was war das? Ich habe Jumpen verlernt scheinbar. So, und hier oben ist die Bahnstation. Ja. Hol mir mal die Bahn. Und dann gehen wir zurück zu den Tausendfüßlern. Kurz einmal auf der Bank speichern und dann weiter nach links fahren. Ich habe keine Ahnung, wo genau wir gucken sollten. Also wird diese Folge wahrscheinlich mehr oder weniger eine reine Erkundungsfolge. Aber ich werde hier so lange sitzen, bis ich irgendetwas finde. So, Tausendfüßler. Wir werden einiges an Schaden nehmen. So viel kann ich euch versprechen. Ist hier irgendwas? Nein. Wir müssen jetzt hier einiges an Schaden fressen und dann halt auch immer wieder zurückgehen. Weil ich weiß nicht ganz genau, wie wir das besser erkunden sollten, aber ich kann ja gegen diese Tausendfüßler leider nichts machen. So, hier unten ist nichts. So, jetzt gehen wir hier hoch und klopfen einmal die Wand ab. Da ist auch nichts drin. So, ich tippe ja auf einen Geheimgang irgendwo. Das heißt, keine Wand ist vor uns sicher. Ups. Wo bin ich? Hier bin ich. Ah. Lol. Pff. Der Leichnam eines Grabfüßers. Ah, okay. Hier bekommen wir aber nur den
quasi den Codex-Eintrag und wissen jetzt, wie die Dinger heißen. So, hier unten. Hier gibt es nichts. Hier unten war nur diese schwarze Barriere, durch die wir nicht durchkommen, richtig? War das nicht hier? Angeblich geht es hier unten aber auch noch weiter, ne? Ich meine, wir kommen hier hin, aber ja, man sieht, die Barriere blockt uns raus. Aber wenn man hier in der Karte mal genauer hinguckt, hier unten soll es einen Weg geben. Ziemlich eindeutig, da soll es weiter nach unten gehen, aber hier ist nichts. Vielleicht muss man dafür hier durch und kann dann von der anderen Seite einen Rückweg öffnen oder so. Der Boden ist auch nicht brüchig, das bedeutet, wir können ihn nicht mit einem Dash aufspringen. Hier ist der Weiterweg. Was ist hier oben noch? Ja, wir können da hier oben rumgehen. Wo waren noch welche von den Dingern? Warte, hier kann ich Seele auffüllen, oder? Sollte ich vielleicht mal machen, wenn ich dann schon mal hier bin. So, hier unten gab es nur diese komischen, von Spinnen wiederbelebten Viecher. Aber in der Richtung gab es keine weiteren Tausendfüßler, soweit ich weiß, oder? Da müssen wir gucken. So, einfach mal. Bin ich da schon lang gegangen? Nee. Nichts. Du bist zu groß, um hier durchzupassen. Ich glaube, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es hier keine weiteren Tausendfüßler gab in dem Gebiet. Klar, die komischen Typen sind hier. Könnte man runterfallen? Das ist nur eine ganz normale Wand. Das auch. Noch Geld. Wofür auch immer wir das brauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier nach links weiter keine weiteren Tausendfüßler gab, aber ich glaube, weiter oben gab es noch welche. Ich sollte ja die Wände abklopfen, wo die Tausendfüßler sind. Hier oben ist auch nur noch mehr Geld. Dann klar, wir haben so ein paar Gebiete jetzt schon gefunden, in denen wir noch nicht waren, aber bezweifle halt ein bisschen, dass das Tolle, was ich finden soll, ein bisschen Geld ist. Irgendwie. Ah, toll. Was, habe ich hier geguckt? Ja.
Hier oben vielleicht. Ah, hier ist noch ein bisschen Geld. Das ist großartig. Ja, und auch hier begeben wir uns jetzt schon Richtung Pilzgebiet. Da oben sind wir schon runtergefallen. Das ist nur der Friedhof und dann sind wir auch schon wieder bei den Mantis. Bei der Mantis-Prüfung. Ja, jo, was geht? Guten Tag. Das ist auch falsch. Ups, waren diese Tausendfüßler noch irgendwo anders? Nee, hier bin ich eigentlich fertig mit erkunden. Ich könnte noch mal weiter nach unten gehen, da wo wir runtergefallen sind zur heißen Quelle. Aber ansonsten... Versuche irgendwie schlau daraus zu werden oder mir irgendwas. War ich hier unten schon? Wo kam der her? Ist auch nur so ein Typ wieder. Nichts. So, hier oben bin ich gewesen. Ja, ja. Hier ist auch wieder ein bisschen Geld zu finden. Das ist natürlich wieder toll. Ja, und hier sind wir gerade auch lang gelaufen. Jetzt können wir hier runter. Ja, das ist jetzt so ziemlich der einzige Ort, der mir noch einfallen würde. Ich kann nochmal da rechts gucken gehen. Ob da was war. Ich habe vergessen, dass die an Wänden klettern können. Ne, hier unten ist auch, dieser Bereich hier macht keinen Sinn. Aber es geht hier auch nicht weiter. Ist auch nicht wirklich Platz auf der Karte für. So, wo können wir jetzt lang? Wir können hier noch nach rechts gehen. Oder auch nicht. Das heißt, der einzige Weg ist hier lang. Hier ist noch ein Tausendfüßler. Das sieht gut aus. Ich kann mich nicht erinnern, hier gewesen zu sein. Obwohl... Ja, hier... Das hier ist der Weg zum Runterfallen. Da will ich ja nicht lang. Macht alles keinen Sinn. Ah.
Lass mich hier irgendwo durch. Warum ist dieses Gebiet hier? Es macht keinen Sinn. Warum sollte man... Ich meine, hier gibt es nicht mal irgendwas. Ich weiß nicht, ob es hier Loot gab, den ich irgendwann mal aufgehoben habe, aber... Es ist hier unten... Oh. Das ist natürlich auch toll, dass es diese Grube gibt. Vielleicht beim Runterfallen irgendetwas? Nee. Ja, und jetzt sind wir wieder hier unten. Das war erfolgreich. Ich könnte jetzt natürlich noch mal hier entlang gehen. Der Weg hier hat ja auch einfach nur... Ja, das hier war dieser Geheimweg zu dem Boss. Ich bezweifle, dass es hier sonst noch etwas gibt, weil... Ehrlich gesagt, es gab hier den Boss und alles und keine... Nee, ich glaube nicht, dass das hier... Ich glaube nicht, dass das hier der richtige Weg ist. Ich meine, klar, wenn mir alle Optionen ausgehen, werde ich irgendwann hier lang gucken gehen müssen. Aber ich... Eigentlich haben wir auf... Da haben wir ja Zeug gefunden. Also glaube ich nicht, dass es da irgendetwas war. Also gehen wir einfach mal... So, hier nach oben sind wir schon weitergegangen. Hier gab es ja nur noch diesen komischen Jump'n'Run-Part mit diesem durchweg ekligen Sprung. Ach ja, die Teile. Ich erinnere mich. Ehrlich gesagt will ich eigentlich überhaupt nicht wieder hier hin. Es hat mir eigentlich gereicht. Hier oben ist auch nur Stacheln. Guten Tag. Ich nehme einfach den Schaden hin. Okay. Man kann nicht durch den Typen durchdashen. Alles klar. Jetzt haben wir, müssen wir nochmal dahin, um unser Zeug zu holen. Ich meine, wir waren hier überall, da überall. Wir waren hier oben. Wo gibt es noch Tausendfüßler? Ich sehe hier auch, ich meine, ich soll ja die Wände abschlagen. Das heißt, es bringt mir auch eigentlich nichts, auf die Karte zu gucken. Ha. Da unten dieser Weg, den es da weitergehen soll bei der schwarzen Barriere, dann, da habe ich ja alles versucht. Hier gab es nur den Boss. Mantisdorf gab es keine, in Gärten der Königin gab es keine. Statt der Tränen gab es keine, in den Wasserwegen gab es keine, Grenzland gab es keine. Gab es in den Palastgründen noch Tausendfüßler? Denn ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Und ich werde jetzt einfach, das wird für die Aufnahme nicht so spannend sein. Ich werde jetzt hier einfach mal alles durchgehen und einfach jede dieser Wände in Tiefnest abklopfen, die ich finden kann. Sobald ich irgendwo gegenschlage und etwas kaputt geht und ich irgendwo lang kann, hole ich euch dann wieder dazu. Aber bis dahin setze ich hier einen kleinen Cut. Ich werde vorher wahrscheinlich auch schon geschnitten haben.
Weil ich bin jetzt ja auch schon gut eine Dreiviertelstunde am Untersuchen, ob ich hier etwas finden kann. Aber wir finden das, keine Sorge. Ich habe volles Vertrauen. Also, wir sehen uns wieder, wenn ich irgendetwas gefunden habe. So, ich bin wieder da und ich habe Neuigkeiten. Punkt 1 ist, ich habe Tiefnest ungefähr eine Stunde lang komplett auf den Kopf gestellt. Und ich habe einfach nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo genau ich suchen soll, aber ich habe im Tiefnest nichts gefunden. Und aus Verzweiflung habe ich mir dann einen kleinen weiteren Tipp organisiert. Ich weiß nicht, ob das war, was gemeint war, was ich finden sollte. Ich habe mich auch so gut es geht nicht gespoilert. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir so hier runter müssen. Weil ich habe mir über das Hollow Knight Wiki, ich habe versucht, mir nichts anzugucken, weil es ist sehr leicht, sich über ein Wiki zu spoilern. Ich habe versucht, mir nichts anzugucken, was mich zu sehr spoilern könnte. Aber es ist wohl so, dass wir haben ja dieses das Mal des Königs in unseren Panzer gebrannt bekommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, müsste uns das ermöglichen, hier irgendwo weiterzugehen, im uralten Becken. Zumindest hoffe ich, dass ich es richtig verstanden habe. Wie gesagt, ich habe die Artikel größtenteils nur überflogen, um mich nicht zu spoilern. Aber angeblich... Aha. Da ist auch das Siegel des Königs drauf. Endlich kommen wir weiter. Ich weiß nicht, wie lange ich hier jetzt rumgelatscht bin. Endlich mal was Neues. So, ich weiß nicht genau, was uns hier erwartet. Ob das jetzt ein Bosskampf ist oder irgendwas anderes. Ich weiß nur, dass es hier scheinbar sehr tief runter geht. Sehr, sehr tief. Na, ich sollte nicht einfach irgendwo hinspringen, wenn ich noch nicht weiß, was sich unter mir befindet. Aua. Das Geld habe ich gesehen. Wo gehen wir hier hin? Hier waren wir schon. Da ist noch mehr Geld. Was ist das hier? Das ist jetzt nicht so, als bräuchten wir noch groß Geld. Hier können wir hin. Da können wir hin. Hat auf jeden Fall auch wieder sehr dramatische Musik, zumindest. Das bisschen Musik, das da ist. Ich sehe hier unten keine weitere Plattform. Ich könnte natürlich auch einfach runterspringen, aber... Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, leider ein ganz bisschen Schaden. Ist auf jeden Fall auch alles wieder voll mit Leichen bis oben hin. Okay. Hilfe. Was ist das? Der Abgrund. Das sind ja noch mehr Leichen als normalerweise.
Warte mal. Das sind Geister wie mein Geist. Hast du auch die Fähigkeiten von mir? Auch die Leichen hier, das sind alles so kleine Gestalten, wie wir eine sind. Ja, wir könnten hier nach rechts weiter. Nein, nach links weiter oder nach rechts. Gehen wir erstmal nach rechts. Ups. Nee, danke. Was ist das für ein Ort? Was sind das für Viecher? Ist das das Grab der Hollow Knights? Kommen hier alle Hollow Knight, alle Gefäße wie wir hin, die es nicht geschafft haben? Ich meine, die halten nicht viel aus, die Dinger, aber... Ja, da will ich, glaube ich, nicht lang. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht in diese schwarzen Dinger reinfalle. Ich habe irgendwie das Gefühl, das macht mehr als... eine Maske Schaden. Oh Gott. Oh Gott. Geht alle weg. Wie viele von euch gibt es? Lasst mich in Ruhe. Bisschen Seele. Eine Lampe. Was hat uns das jetzt gebracht? Oh, warte, das ist ein Spiel. Ist das ein Leuchtturm? Kommt auf der anderen Seite jetzt ein Lichtstrahl oder so etwas raus? Nein, 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 nein. Oh, jetzt bin ich ganz runtergefallen. Ich würde gerne auf die andere. Ja, guckt mal. Das muss der Lichtstrahl da. Sind auch keine von den schwarzen Dingern mehr da. Die ganzen schwarzen Figuren hier drin sind auch weg. Aber ich wäre hier vorher auch schon lang gekommen mit dem, mit diesem komischen Gleiten vom, Kristallzeug. Hi. Lass mich raten, ich kann da nicht durchdashen. Nein. Okay. Was ist das für ein Riesenviech? Der Weg hierhin ist ultra weit. Ich will gerade echt nicht sterben. Hallo, ich kann mich. Kann mich nicht mehr bewegen. Was zum. Absorbiert Schattenumhang. Drücke Right Trigger, um in Schatten gehüllt vorwärts zu sprinten. Nutze den Umhang, um durch Feinde und deren Angriffe zu sprinten, ohne Schaden zu nehmen. Au. Ich verstehe. Arkanes Ei. Ah, das ist wieder hier was von...
Das heißt, jetzt können wir dashen, ohne Schaden zu erleiden. Okay. Ach, Moment mal. Wenn wir jetzt quasi in Geisterform sind, während wir... Sehen die Monarchenflügel jetzt auch anders aus? Wenn wir jetzt dashen können, ohne Schaden zu erleiden... Heißt das, wir kommen durch die schwarzen Barrieren durch? Ha. Ich weiß nicht, also, derjenige, der mich darauf hingewiesen hat mit den Tausendfüßlern, war das das, was du meintest hier? Oder habe ich jetzt etwas anderes gefunden? Also ich beschwere mich nicht, das, was ich hier gefunden habe, ist geil, aber... Möglichst schnell raus hier. Andere Frage, wie komme ich hier überhaupt wieder raus? Muss ich jetzt den ganzen Weg hochklettern? Boah. Dieser Ort ist so komisch. Was ist das? Was ist das hier? Das ist schon wieder so ein Ort, der keinen... Ist das hier die Geburtsstätte von quasi uns und allen anderen Gefäßen? Außerdem steckt die Leiche da in der Wand. Aber... Warum? Ich bin maßlos verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, die sehen uns hier alle doch sehr ähnlich. Na, dann klettern wir mal wieder hoch. Mehr gab es hier unten ja scheinbar nicht. Beziehungsweise, wenn wir die Karte aufdenken, eine Bank gab es hier leider auch nicht. Wenn wir die... Da gibt es noch was. Was ist das? Ein tiefblauer Stein auf einem Podest. Ich habe das Gefühl, dass dieser Ort ziemlich wichtig ist. Und dass wir scheinbar noch nicht die Voraussetzungen erfüllen, um hier zu sein. Beziehungsweise noch nicht die Voraussetzungen, um hier irgendetwas zu machen. Dieser eine komische Raum ohne Sinn und Verstand. Dann dieser blaue Stein, der irgendetwas machen können soll. Ha. Ich glaube, wir sind noch nicht mal ansatzweise mit Hollow Knight durch. Was ist das? Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Unser reines Gefäß ist aufgestiegen. Hinter diesem Tor liegt einzig der bedauerliche Abfall seiner Schöpfung. Wir werden diesen Ort nicht länger betreten. Ja, das war ja der Eingang. Der bedauerliche Abfall seiner Schöpfung. Ich hab keine Ahnung, was wir hier tun.
Auf jeden Fall hat dieses. Kann ich jetzt mit dir etwas machen? Leichnam in weißer Rüstung. Mein Umhang hat auf jeden Fall eine Cooldown-Zeit. Ich bin nicht mit jedem Dash unverwundbar. Ich hätte gerne eine Bank. Bring mich mal. Ich hätte auch einfach das hier machen können, fällt mir gerade ein. Das wäre schneller gegangen. Karte aktualisiert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Abgrund. Ja, und es gibt hier noch ein Dings irgendwie und ich habe keine Ahnung, was das ist und... Ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal runter. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir jetzt durch die schwarzen Barrieren durchkommen. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge erstmal hier gucken gehen und hier oben in den Gärten der Königin haben wir noch ein Dings. Wir haben aber noch mehr. Genau, hier im Grenzbereich haben wir noch die Möglichkeit. Wir haben so viele Wege, die wir jetzt einschlagen können wieder. Nee, ich glaube, Hollow Knight wird uns noch ein Weilchen beschäftigen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dachte, dass ich, keine Ahnung, irgendwie noch mit irgendwem reden muss oder so und dann kriege ich ein anderes Ende oder so, aber... Das sieht mir so aus, als hätten wir noch Arbeit vor uns. Naja, ich würde aber sagen, für diese Folge haben wir genug getan. Und was wir nächste Folge tun, ist, denke ich, klar. Die schwarzen Barrieren auseinandernehmen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.